Oliver Schwarzen. Ja. Mitte 80er Jahre, da hat es mir wirklich Spaß gemacht, solche Sachen zu schreiben und zu komponieren. Und die, alle Stücke, die wir jetzt bei den Fiddler spielen, das sind meine Kompositionen, denn der Gründer der Fiddler Spatzen, der Heinz Lehner, der übrigens dieses Jahr 50. Todestag hat, der war irgendwie sogar verwandtschaftlich verbandelt mit mir. Meine Cousine war mit dem Gründer, eben mit dem Heinz Lehner, verheiratet. Und das hat mich auch bewegt irgendwie ein bisschen, dass ich da teilnehmen darf. Und außerdem sind wir ja dazu mal Wunder, wie weit miteinander kommen. Also wir haben, keine Ahnung, 100 Mal im Jahr gespielt. Von Holland, überall, Deutschland, überall haben die Fiddlerspatzen gespielt. Es war eine Institution, die Fiddlerspatzen dazu mal. Und jetzt geht es auch in dieser Tonart so weiter. Aber ich muss wechseln. Ich muss jetzt von der Bassgitarre zur Gitarre wechseln, weil die nächste Polka braucht man eine Gitarre. Da haben wir ja einen sogenannten, im Volksjargon sagt man einen Furzbass dabei. Ne? Und die nächste Polka hat auch einen wunderschönen Titel. Und im Trio gibt es sogar ein bisschen Gesang und sogar einen kleinen Jodler. Und das Liedl heißt Musik im Blut. Thank you.
das vom Bürgermeister. Hat der Ernst schon mal noch Stefan, oder? Danke Stefan, das gehört dazu bei den Philharmonischen Orchestern. Perfekt, perfekt. Und dann rufe ich auf die Trompete und das heißt Hokus. Sehr, sehr, genau. Solche Applause haben wir eingefangen in 150 Mal, aber noch mehr. Zuhören aber nicht, es übernehmen. So muss ich noch mal nicht klettern zu mir. Okay, bedanke mich recht herzlich bei meinen Kollegen, was uns alle zum Freit, dass wir irgendwie wieder zusammenkommen. Josi Seber, Rudi Schmalzl aus dem Zillertal, Werner Einschlager aus Axamt. Walter Metzler am Schlagzeug, er ist übrigens heute der Älteste, er ist 80, spielt aber immer noch Jazz. Papa vom Reich, Robert Salmoser aus Wattens und Uli Bachler aus, sagen wir mal, da geht noch was. Danke euch, gute Leute. Sorry, aber jetzt ist das wirklich Realität und es ist ein guter Zeit. Und Hermann Delager aus Sonnen.